Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute soll es in diesem Vlog um das Thema nicht fortgesetzte Reihen gehen. Gerade ein sehr, sehr großes Thema in der Bücherwelt. Ich glaube, auf BookTube noch nicht ganz so angekommen bzw. in Videos umgesetzt. Aber wenn man so manchen Blog, manchen Bookstagrammer oder auch in mancher Büchergruppe ist, dann ist dieses Thema gerade sehr groß. Und auch ich bin schon in den Genuss gekommen, dieses Problem bei mir im Grunde leider erlebt zu haben, dass Reihen von Verlagen nicht weiter übersetzt wurden, nicht weiter herausgebracht wurden. Und wie traurig und wütend das einen stimmen kann. Es gibt gerade, wie gesagt, den großen Aufschrei. Ich habe es mitbekommen, dass der dritte Teil von Iskari von Random House nicht weiter übersetzt wird. Und es, glaube ich, gerade halt Teil 1 und 2 gibt es schon. Ich hatte Teil 1 damals auch gelesen, fand ich sehr gut. Und dachte mir dann so, ja, bevor du jetzt aber ein Jahr auf den zweiten wartest und noch ein Jahr auf den dritten, wartest du, bis der dritte da ist und liest dann einfach die Reihe nochmal. Das wird jetzt nichts, denn der dritte Teil wird nicht verlegt. Und viele haben sich gefragt, warum, was ist das für eine merkwürdige Entscheidung, warum gerade der finale dritte Band nicht, lässt sich das nicht irgendwie schon vorher absehen und Ähnlichem. Es gibt da ganz viele Beiträge dazu, gerade auf Bookstagram haben ganz viele ihre Solidarität mit dieser Reihe sozusagen kundgetan und gesagt, wir wollen den dritten Teil. Es betrifft aber nicht nur Iskari, es betrifft jetzt wohl auch ein relativ aktuelles Buch von Armentrout, das, glaube ich, jetzt gerade irgendwie erste Band erschienen, kurz vor Weihnachten. Oder halt, ist das eine Spin-off-Reihe? Ich habe es nicht ganz verfolgt. Und es wird jetzt schon gesagt, okay, die Fortsetzung, die dann im Januar oder wohl erschienen wäre oder im Februar, die kommt nicht. Auch Renegades 3 zum Beispiel wird nicht irgendwie vorgesetzt. Es gibt gerade ganz, ganz viele Bücher. Und sehr oft tatsächlich ist Random House dafür verantwortlich. Es gibt ein wunderbares Video von der lieben Sarah. Ich packe ihr Video und ihren Kanal unten in die Infobox, die hier wirklich ein bisschen Hintergrundinfos liefert. Da wurden auch Verlage angeschrieben und Ähnlichem. Schaut da gerne mal vorbei. Und wenn ihr wissen wollt, welche Buchreihen das gerade so betrifft, dann guckt mal bei der lieben Susi vorbei. Der ihr Video habe ich ganz aktuell erst gesehen, also gefühlt tatsächlich heute. Also bei mir ist heute Dienstag, also Silvester. Und fand ich total cool, dass sie das so auch mit den Büchern direkt zusammengebracht hat, was da alles gerade sozusagen abgebrochen wurde und nicht weiter veröffentlicht wird. Mein Video geht auch ein bisschen auf diesen Unmut hin, weil er mich eben im Leben auch schon sehr oft getroffen hat. Zudem möchte ich tatsächlich eigentlich auch einfach Gründe dafür mit euch eruieren. Natürlich am besten in den Kommentaren im Austausch, aber auch so ein paar Lösungsideen vorschlagen, wo ich mir denke, vielleicht müssen die Verlage einfach auch mal umdenken. Also es ist mir persönlich schon häufiger so gegangen, dass ich Buchreihen angefangen habe und die nicht weiter übersetzt wurden. Wir sprechen jetzt nicht von Das Lied von Eis und Feuer, wo der Autor einfach nicht weiterkommt, es nicht gebacken bekommt, seinen sechsten Band zu schreiben, zu vollenden, wenn nichts da ist, was übersetzt werden kann. Dann kann in dem Fall der Verlag natürlich nichts für. Es geht hier tatsächlich um Reihen, die in der Originalsprache, meistens natürlich im englischen Raum, fertig sind, Deutschland daherkommt. Wirklich tatsächlich sehr häufig ist es der Random House Verlag, der natürlich eine große Bandbreite hat. Wir haben hier Heine, wir haben CBT, CBJ, wir haben Penhaligon, wir haben Limes, wir haben L'Envalée, wir haben keine Ahnung, was alles noch drin. Heine fliegt, Heine Hardcore, also alles, was so dazu gehört. Also wir haben Goldmann ist mit drin. Wir haben sehr viele Verlage unter Random House. Und es ist natürlich die größte deutsche, wenn nicht gar europäische Verlagskette. Und natürlich sind die sehr groß auch am Markt. Und das trifft hier bei den Büchern, die auch Susi vor allem mitgenannt hat, halt sehr häufig zu. Und in so einem Fall, sage ich jetzt mal, wenn George R. Martin nicht fertig wird, können die natürlich nichts dafür. Die könnten jetzt nur sagen, wir lassen das von einem Deutschen weitererzählen, aber das macht ja kein Mensch. Also ich weiß auch gar nicht, glaube ich, darf man auch gar nicht, aber ihr wisst, wie ich es meine. Aber es passiert tatsächlich sehr häufig, dass ein erster Band rauskommt,
der vielleicht auch irgendwie untergeht, trotzdem seine Leser, seine Fans hat. Dann erscheint vielleicht auch noch der zweite Teil und sehr häufig hat man eben in letzter Zeit, ich sage jetzt mal so im letzten halben, dreiviertel Jahr, ja festgestellt, es geht dann irgendwie nicht mehr weiter. Auch auf Nachfragen hin erfährt man dann, dass die Reihe nicht fortgesetzt wird oder dass gar verschwitzt wurde, sich die Rechte dran zu sichern. Also wenn ich an Red Rising denke, die ja auch irgendwo in Random House veröffentlicht wurden, war es Heine? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall war es auch Random House. Und da kam ja die fortgesetzte Reihe, die halt 10 Jahre später von Red Rising spielt. Und die sind nicht im Random House Verlag erschienen. Also man hat es wohl irgendwie verpasst, sich die Rechte beim englischsprachigen Verlag zu sichern. So haben wir jetzt einen anderen Verlag, dessen Namen ich gerade schon wieder verdrängt habe, der den Band herausgebracht hat. Optisch natürlich schon dem im Englischen noch angeglichen. Aber man sich irgendwie fragt, wie doof kann man als Verlag tatsächlich hier agieren, das irgendwie zu verpassen. Jetzt kann man sagen, ja, es ist natürlich nicht die Ursprungsreihe, ist nicht so schlimm. Mich selbst hat es bei manch einem Buch auch schon erwischt. Ich kann mich an meine erste große Enttäuschung erinnern. Ich komme weder auf Titelnamen noch auf Autor. Da ging es um giftige Pflanzen. Es hieß auch irgendwie Poison Diaries oder irgendwie sowas. Und ich weiß, dass ich da total enttäuscht war, dass der dritte nicht übersetzt wurde. Und ich wirklich dachte, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich glaube dann im Nachgang irgendwie gelesen zu haben, dass auch die Autorin den englischen dritten Band nicht geschrieben hat. Aber zuerst war natürlich so dieses Huch, der wird nicht übersetzt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja Mensch, die Jugend liest ja gefühlt sowieso wahrscheinlich sehr häufig in Englisch. Dann soll sie halt in Englisch weitermachen. Dann hat man aber natürlich wieder die deutschen Verlage, die sagen, ja wenn jetzt aber alle nur noch die Originalbücher lesen, dann ist ja für uns irgendwann gefühlt nichts mehr da zu übersetzen. Es ist also ein Teufelskreis, man könnte es so sagen. Auch ich habe schon rein weitergelesen im Englischen, weil irgendwie nicht bekannt war, wann es weitergeht, weil die Übersetzung nochmal ein halbes Jahr gedauert hätte. Ich sowieso finde, dass rein manchmal viel zu sehr auseinandergerissen werden. Also wenn dann 3 Bücher schon da sind und die dann irgendwie 1,5 Jahre brauchen, bis sie erscheinen, das ist ja manchmal sehr, sehr kurz. Ich meine, klar, wenn man als deutscher Verlag gerade dass die Rechte an dem Verlegen hat und die Reihe ist noch nicht fertig, dann muss man natürlich darauf warten, dass der Autor auch fertig wird, dass das im Original verlegt ist. Jetzt muss man natürlich sagen, natürlich braucht ein Buch Leser, braucht ein Buch Fans, braucht der Verlag Käufer, der am besten die nächsten Bände schon vorbestellt, der bekundet, dass er die toll findet. Ein Buch braucht eben seine Leser, seine Käufer. Der Buchhandel braucht das. Aber ich finde, das große Problem ist nicht, dass das Buch keine Fans hat oder keine Leser hat. Ich glaube einfach, dass es ganz andere Probleme sind. Und hier jetzt sozusagen die Lösungsgedanken und Ideen. Und nein, ich kann natürlich jetzt dem Verlag nicht sagen, was er besser machen soll. Aber vielleicht ja doch. Vielleicht, wenn genügend Menschen sagen, dass sie das doof finden, dass sie das echt Mist finden, dass Reihen nicht beendet werden, dass es oft wirklich der finale Band ist, der dann fehlt, dass man eben keinen Bock hat, in Englisch zu lesen, obwohl es das Buch dort gibt. Vielleicht hilft es ja doch. Das erste große Thema, besonders bei Jugendbüchern, ist bei mir, muss es denn immer ein Hardcover sein? Man stelle sich jetzt mal vor, man ist 15, 16, liest gerne und entdeckt eine Reihe, wo der erste Teil 20 Euro kostet. Auch der zweite Teil kostet 20 Euro. Und jetzt stellt man sich mal vor, ich weiß nicht, was heute 15-, 16-Jährige an Taschengeld bekommen, da ist das relativ viel Geld. Und ja, das kann man sagen, dann wünscht man sich eben zum Geburtstag und zu Weihnachten Bücher oder Gutscheine. Aber auch da sind 20 Euro für ein Hardcover ziemlich, ziemlich viel Geld. Und da fängt für mich schon die Krux an. Gerade, ich sag mal, im Jugendbuchbereich oder auch im Bereich neue, unbekannte Autoren. Ich weiß nicht, wann man auf den Trichter gekommen ist, dass alles ein Hardcover sein muss. Jetzt werden mich alle Buch-Hardcover-Fans wahrscheinlich prügeln und sagen, oh, die sehen so schön aus und es passt viel besser ins Regal. Und ja, mag sein.
Rein wirtschaftlich gesehen muss ich aber sagen, ist es bestimmt für den Verlag günstiger, einfach mal ein Taschenbuch auf den Markt zu werfen als ein Hardcover. Also ich hoffe zumindest, dass es so ist. Was man ja zumindest auch bei Self-Publishern sieht, dass da die Taschenbuchausgabe bei BOD eben einfach günstiger ist, als wenn man die in Hardcover verlegt. Deswegen ist ja viele Self-Publisher gar nicht erst Hardcover-Bücher zur Verfügung stellen, weil die sich in der Regel nicht verkaufen, nicht lohnen. Weil wenn man dann zum echten Buch greift, dann eben zum Taschenbuch. Und ich glaube, dass das ein großes Problem auch einfach ist, sind zum einen die Preise, was eben einfach dann ein Hardcover kostet und dass man dann eben schon abwägt, welches der gerade gehypten Bücher kaufe ich mir, beziehungsweise fällt mir das Buch überhaupt irgendwie auf? Ich meine, das ist ja immer ein Problem. Ich glaube, wenn man mal bei Jugendbüchern auf die etwas günstigere Taschenbuchvariante ginge und dann das Buch vielleicht nur 10, 12 Euro kosten würde, wäre, also dann hätte man ja alle, also hätte man ja schon zwei Bände für den Preis von einem Hardcover. Ich glaube, gerade dann wäre dieses Genre, dieses Jugendbuch, wäre da irgendwie jetzt nicht gerettet. Aber die Jugendlichen würden, glaube ich, dann einfach auch früher zu den Reihen greifen, als darauf zu warten, dass dann natürlich der dritte Teil erscheint. Dann kommen wir schon direkt zum nächsten, das sich so einschließt. Das ist die Dauer des Erscheinens. Also ich finde es wirklich manchmal unmöglich, wenn man ein Jahr auf den nächsten Band warten muss. Ja, manchmal kann man es als Verlag auch nicht anders, wenn der Autor halt noch nicht so weit ist und es selbst gerade erst zwei von den drei oder vier Bänden gibt. Aber wenn eine Reihe schon voll da ist, warum man dann wirklich alle halbe Jahre nur ein Buch erscheinen lässt? Man hat eben nach einem Jahr durchaus schon mal vergessen, dass, also geht zumindest mir so, und ja, ich zähle jetzt nicht als der klassische Leser, auch bei den Mengen, die ich lese, ist mir das schon bewusst, wenn jemand nur zwei Bücher im Monat liest, dann hat er die Geschichte natürlich in einem Jahr noch präsenter, als wenn bei mir eben 150 Bücher dazwischen liegen. Ist mir vollkommen klar, will mich da auch gar nicht als Maßstab nehmen, aber manchmal vergisst man eben auch einfach das Reihen weitergehen. Ist mir auch schon das ein oder andere Mal passiert, dass ich dann eben merkte, huch, da ging ja die Reihe schon weiter, das habe ich irgendwie verdattelt, also dass man das manchmal gar nicht mehr auf dem Schirm hat, dass das passiert ist. Und man das manchmal auch ein Zeichen ist, okay, der erste Teil hat einen vielleicht dann doch nicht ganz so geflasht, dann liest man halt oft gar nicht weiter. Aber ich finde es unfassbar schwierig, wenn eben Bücher so viel Zeit dazwischen haben. Das ist für mich echt was ich als großen Kritikpunkt sehe. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, ich lese die Reihe erst, wenn der letzte Band da ist. Ist natürlich total bescheuert, gerade dann auch für die Käufe, weil wenn alle erst die Bücher kaufen, wenn der dritte Teil vielleicht mal erscheint, dann kann man sich vorstellen, also ja, ne? Also aber man kauft natürlich auch nicht den ersten Band, liest ihn nicht, kauft den zweiten, liest ihn auch nicht und kauft den dritten, um dann erst zu starten. Also ich glaube, das machen sehr, sehr wenige Menschen. Also vielleicht noch von einem Autor oder einer Autorin, bei der man sich sicher ist, ja, das wird auf jeden Fall ein Highlight, aber in der Regel, glaube ich, macht man das nicht. Könnt ihr mir auch gerne mal sagen, wie ihr das so handhabt. Dann die nächste große Kritik, die sich in den letzten Jahren so ein bisschen eingebürgert hat, ist das Teilen von einzelnen Bänden. Das ist echt was mich tierisch aufregt. Das ist mir jetzt schon 4-5 Mal untergekommen. Zum Beispiel bei Kuss der Lüge, da hat man den dritten Teil in Teil 3 und 4 im Deutschen gesplittet. Man hat das jetzt bei Strange the Dreamer, wie auch immer, hat man das auch gemacht. Man hat den ersten Band gesplittet, man wird den zweiten splitten. Warum? Ja, es ist natürlich toll, man kann da als Verlag doppelt Geld machen. Das ist mir schon klar, anstelle, dass man eben ein Buch hat von 600 bis 700 Seiten, was vielleicht 20 Euro kostet, kann ich hier zweimal 12, 13 Euro verlangen und habe natürlich viel dünnere Bücher und blub, blub, blub. Lass ich mir alles eingehen, ich finde es einfach nur bescheuert. Man merkt dem Buch einfach an, dass der Spannungsbogen einfach anders gedacht ist. Man merkt das sofort, man hat es bei Kuss der Lüge gespürt, dass man so mitten in der Geschichte, die gerade anfängt nach 350 Seiten, dass dann Schluss war und man wieder auf den vierten gewartet hat. Ja, man musste dann auch noch im Vierteljahr auf den vierten warten, obwohl der ja eigentlich schon da war. Man hätte also beide Bände miteinander herausbringen können. Man kennt das von Game of Thrones.
kommt's. Ursprünglich diese beige, das Lied von Eis und Feuer-Reihe war ja auch gesplittet. Da gab es 10 Bände aus 5 Büchern. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit immer dazwischen lag, als die rauskamen, aber darauf musste man warten. Und das passiert so, so häufig. Man sieht das jetzt immer mehr. Also gerade bei BookTube fällt es mir natürlich auf, dass viele sagen, es ist eigentlich eine Trilogie, aber im Deutschen haben wir 4 Bände. Wann sind wir denn auf diese bescheuerte Idee gekommen? Ist denn wirklich alles nur noch Geldmacherei? Und wir sprechen hier, also ja, wir sprechen hier ja nicht von dem Vermögen, dass ich einen Goldschatz habe, den ich jetzt meistbringend irgendwie unter die Leute bringen muss, ne? Also es geht hier ja tatsächlich nur um Bücher. Und ja, der Verlag will Geld verdienen, der Autor sowieso. Und ich kann schon verstehen, dass man da Geld natürlich, also man muss ja verdienen, man muss die Leute bezahlen, den Druck bezahlen, da wollen Menschen bezahlt werden, alle wollen bezahlt werden, aber als Leser kann und will ich das gar nicht respektieren und auch nicht unterstützen. Also ich habe mir zum Beispiel tatsächlich den 2. Band von Stranger, The Dreamer, ich habe es jetzt wirklich verdrängt, von Lainey Taylor, die Reihe, habe ich mir jetzt nicht geholt, weil ich jetzt tatsächlich erstmal denke, jetzt warte ich, schau mir das an, wie das mit dem 2. Band sein wird. Es wird ja auch noch einen 3. geben. Und also am Ende ist das, ja, finde ich, nur Geldmacherei. Das ist auch was mich zum Beispiel bei den Grimm-Chroniken sehr stört. Das ist ja eine Reihe, die mir sehr viel Spaß macht. Aber ich habe jetzt irgendwie 20 kleine Bände, die alle irgendwie 3-4 Euro kosten. Und ja, da hat man jetzt natürlich einen kleinen Verlag, irgendwie so eine Art Self-Publisher-Autor dahinter mit diesem kleinen Verlag. Aber das ist, wo ich denke, wann kommt denn da der Sammelband, der dann vielleicht 30 Euro kostet, bevor ich mich immer mit so kleinen Geschichten abspeisen lasse. Und das, fand ich einfach irgendwie schade. Es macht keinen Spaß, ständig sich und wieder einen Teil zu holen und noch einen, da brauche ich nochmal einen. Und ich finde das nicht schön. Ich weiß nicht, warum man das angefangen hat. Also warum, lässt sich vielleicht noch erklären. Aber ja, mir macht es keinen Spaß. Und ich verstehe auch nicht, warum es dann aber doch Bücher gibt, die Wälzer sind in Taschenbuchform und die nicht gesplittet wurden. Also warum gibt es Bücher als Wälzer, die ich abgöttisch liebe, in dem Fall, es ist sowieso eine Reihe, die ich liebe, die lag gerade so, die man einfach so gelassen hat. Man hätte auch aus der Passage-Trilogie, locker aus dem 1. Teil, ja, hätte man locker eine Trilogie machen können. Hat man nicht. Warum nicht? Warum traut man es dann anderen Buchlesern nicht zu, Wälzer auch zu lesen? Bei Harry Potter, überlegt mal, der 5. Band wäre gesplittet worden oder gar dann 6 und 7. Da wären doch alle auf die Barrikaden gegangen und hätten sich aufgeregt. Und ja, ich glaube schon, dass bei den illustrierten Ausgaben wahrscheinlich der 5. Band da an die Grenzen stoßen wird. Das in dem großen Format, schön gedruckt sozusagen noch zu haben mit Illustration, wird wahrscheinlich schwierig. Ich lasse es mir ja bei Filmen eingehen. Ich fand es nicht schlimm, dass Harry Potter, der letzte Teil, gesplittet wurde. Das finde ich nicht schlimm. Auch Twilight wurde ja gesplittet und Panem und wie es alles heißt, finde ich überhaupt nicht schlimm, weil das nicht das Ursprungsmedium ist. Oder auch wenn eine Serie, ne, wenn ein Buch halt in 10 Teile geteilt wird. Aber aus einem 3. Band, aus dem finalen Band, auf den alle warten, 2 Teile zu machen, finde ich echt ganz, ganz schlimm, nervig und tatsächlich unverschämt. Ja, und jetzt kommen wir vielleicht noch zu einem konstruktiven Kritikpunkt, beziehungsweise einem konstruktiven Hilfegestaltung. Was man sehr oft bei Self-Publishern sieht, ist, dass wenn da ein neuer Band herauskommt, dass der 1. Band nochmal ein bisschen werbewirksam vergünstigt wird und man so sagt, hey, jetzt ist der 2. Band da, wenn du vielleicht Band 1 noch lesen willst, dann gibt es den jetzt nicht für 3,99, sondern für 1,99. Das sieht man gefühlt bei Verlagen nie. Ja, kann ich vielleicht sogar irgendwo verstehen, wer verschachert schon gerne seine Bücher billiger, aber gerade bei E-Books müsste man doch diese Möglichkeit einfach haben. Zu sagen, ja, es ist natürlich dann das Jahr noch nicht rum, dass die Buchpreisbindung besteht noch, aber zu sagen, hey, wenn du den 2. kaufst, dann gibt es den 1. vielleicht günstiger. Ich weiß nicht, wird wahrscheinlich gehen wegen der Buchpreisbindung, aber man könnte ja die Buchpreisbindung im 1. auch irgendwie dann einfach aufheben, wenn der 2. kommt. Ich finde das, also nicht nur, dass ich dumm finde, dass ich keine E-Books zu den echten Büchern bekomme oder wie auch immer, wäre noch mein eigenes Thema,
Aber ich verstehe nicht, dass man nicht dann auch einfach nochmal irgendwie ein Goodie hat für jemanden, der jetzt den zweiten, dritten Teil sich zulegt, vielleicht jetzt einsteigen möchte, dass man ihm das möglich macht und er eben nicht 3 Bücher à 20 Euro kaufen muss. Das schreckt viele ab. Also gar keine Frage. Das ist zum Beispiel auch was, was ich bei der Hexersaga gerade ganz schön heavy finde. Okay, da gibt es jetzt 5 Bände. Die sind jetzt nicht so teuer. Ich weiß nicht, was kostet mich gerade der Band? 13, 14, 15 Euro. Aber man muss das halt auch erstmal verdient haben, man muss es auch erstmal übrig haben. Und ja, es gehört wohl Lesen zu den günstigsten Hobbys, die es im Vergleich zu anderen Hobbys gibt. Wenn man aber Exzessivleser ist, wie ich, dann kann man davon auch 3, 4 Reisen im Jahr vielleicht machen. Also je nachdem. Ne? Also ist gar keine Frage. Verstehe ich tatsächlich nicht, warum. Zudem ist natürlich auch immer verwirrend, was ist der erste, zweite, dritte Teil? Ich stand jetzt in der Thalia mit der lieben Christine. Ich weiß gar nicht, welche Reihe wir in der Hand hatten. Und er hat sie auch gesagt, du, der erste sieht aber anders aus und es steht halt weder hinten drauf, noch irgendwie im Buchschnitt, noch irgendwo, wo ich mir denke, es steht doch nicht jeder mit dem Handy in der Buchhandlung und schaut sich das an, welcher Teil ist das gerade oder hat das im Kopf gerade bei einer neuen Reihe. Ist das so schwer, irgendwo hinten eine 1 drauf zu schreiben, eine 2, eine 3 oder an die Seite oder vorne. Bei der Clifton-Saga zum Beispiel stand es vorne mit drauf, welcher Teil es ist. Ich frage mich, ob das wirklich so schwer ist. Ja, und eben auch könnte man den ersten Teil dann nicht irgendwie ein bisschen pushen. Und jetzt vielleicht so der Tipp, den nicht alle Bücherfreunde wahrscheinlich mögen werden, ist, wenn man schon vielleicht sich davor scheut, das Buch zu übersetzen, herauszubringen, in dem Format, in dem auch Band 1 und 2 erschienen ist, warum denn dann nicht vielleicht als E-Book? Wie gesagt, ich höre jetzt schon die Buchleser schreien, die sagen, ich lese keine E-Books, das nützt mir nichts. Ja, aber es wäre trotzdem übersetzt, es wäre da. Und man hätte irgendwie die Möglichkeit, den letzten Band zu lesen. Jetzt mal ganz davon abgesehen, ob ihr euch dafür einen Reader zulegen würdet oder das auf irgendeiner App auf eurem Handy oder Tablet lesen würdet. Aber ich glaube, dass es dann einfach um die Übersetzung gehen würde und man sagt, okay, dann habe ich dieses Buch zumindest trotzdem in irgendeiner Art und Weise im Deutschen. Und ja, das kostet natürlich auch Geld. Und mir ist klar, dass das Übersetzen wahrscheinlich teurer ist als dann vielleicht der Druck, ohne es genau zu wissen. Aber man würde sich halt so einfach einen Teil der Kosten, der Lagerkosten, der Druckkosten, vielleicht auch der extrem aufwendigen Gestaltung irgendwie sparen, wenn man eben einfach sagt, okay, es kommt dann eben nur als E-Book. Ich weiß nicht, ob das eine Lösung wäre, mit der man irgendwie leben könnte, für alle eben auch einfach die, die nicht der Originalsprache mächtig sind. Also es geht ja da, ich meine, Englisch ist vielleicht noch eine Sprache, die, ich sag mal, sehr viele tatsächlich verstehen und lesen können, weil es natürlich auch einfach eine Sprache ist, die man in der Schule lernt. Aber wenn ich jetzt gerade an die Hexersaga denke, da ist das Original im Polnischen oder im Tschechischen. Ich glaube im Polnischen. Ich lerne jetzt kein Polnisch. Ne? Also das wird natürlich eher schwierig. Aber ja, das wäre vielleicht noch so einer meiner Gedankengänge. Und ja, mir ist natürlich durchaus bewusst, dass wenn sich ein erster Teil schlecht verkauft, dann zu sagen, vielleicht lesen nur noch 50% den zweiten, dass das dann bedeutet, brauche ich ja gar nicht anfangen, dann weiß ich, was unterm Strich rauskommt. Ich verstehe das von einem Verlag, aber ich verstehe eben nicht, warum man dann überhaupt anfängt. Warum man so viel Masse auf den Markt wirft, manche Bücher gar nicht wirklich ordentlich präsentiert, sie gar nicht zeigt, wenn da nicht große Namen draufstehen. Wobei mich das jetzt bei einer Jennifer L. Armentrout tatsächlich wundert, warum sich das nicht lohnen soll, bin ich tatsächlich irritiert. Oder auch diese Renegade-Reihe, die ist ja von Marissa Meyer, das wundert mich tatsächlich auch, also weil die ja auch relativ bekannt ist, also wo ich jetzt noch nichts von ihr gelesen habe, ich habe glaube ich auch diese eine Reihe wie Monde so silbern auf dem Sub, aber ja, das wundert mich irgendwie. Es sind ja trotzdem Namen, die man irgendwie kennt, ne? Also das ist, finde ich, gerade sehr komisch. Warum man dann überhaupt anfängt, wenn man vielleicht schon ahnt, das wird nichts. Und ja, gut, das muss ich auch nicht verstehen. Theoretisch müsste man sich wohl wirklich immer wieder an Verlage wenden. Ich weiß aus den ein oder anderen Buchgruppen, dass da wirklich Verlage angeschrieben wurde, dass halt immer gesagt wurde, nicht genügend Leser, nicht genügend Fans, nicht genug Verkäufe.
Aber das stimmt mich als Leser, der das Buch gekauft hat, natürlich in keinster Weise irgendwie zufrieden. Und es ist tatsächlich faszinierend zu sehen, dass sehr oft Random House dahinter steht. Auch andere Verlage, ich weiß gar nicht mehr, was das damals bei Poison Diaries war. War auf jeden Fall eine großartige Reihe. Also Band 1 und 2 habe ich, also heute tatsächlich noch in Erinnerung. Aber ich komme auch nicht mehr drauf, welcher Verlag das war. Und man trifft das natürlich immer wieder. Und ich glaube, dass das, also ja, am Ende sollten wir vielleicht einfach alle im Englischen lesen. Da freuen sich unsere deutschen Verlage besonders drüber. Ja, das Wort sozusagen zum Sonntag. Nein, heute ist ja Donnerstag für euch. Ich bin ja noch eine Woche früher. Aber ja, ich wollte da auch einfach mal meine Gedanken dazu weitergeben. Habe jetzt, glaube ich, auch lange genug gequasselt. Ich bin natürlich neugierig, ob es euch schon mal getroffen hat, mit welcher Buchreihe ihr betroffen seid, worüber ihr euch besonders geärgert habt und ob ihr dann auch einfach bereit seid, die Reihe in der Originalsprache zu verfolgen. Also gerade im Englischen ist das ja noch relativ einfach möglich, für viele zumindest. Ja, ich weiß, ne? Nochmal im Englisch lesen ist was anderes. Aber ich glaube, dass das immer noch eine Alternative ist, um zumindest zu erfahren, wie es mit der Reihe weitergeht, insofern sie eben beendet wurde. Nicht wie bei Game of Thrones, wo alle sehnsüchtig auf den sechsten Teil warten, egal in welcher Sprache. Ja, lasst mich das gerne mal wissen, ob ihr auch Ideen habt, Tipps habt, ja, ob ihr da Verlage anschreibt, ob ihr vielleicht noch irgendwie Ideen habt, wie man das angehen könnte. Also so ähnlich wie mit dem Tipp, dass man eben vielleicht möglichst nicht so lange die Bände auseinanderzieht oder muss es immer ein Hardcover sein. Vielleicht reicht auch das E-Book. Ja, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Lasst uns dann in den Austausch kommen. Schaut gerne bei Susi und auch Sarah vorbei. Wirklich zwei super spannende Videos, die ich ja, wirklich sehr gelungen finde und ja, die zu dem Thema wirklich ganz Tolles beitragen. Und ja, das war's jetzt von mir. Ich freue mich auf den Austausch mit euch, danke euch fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.